Hallo Leute, ich töne mir meine Haare ja immer selber und zwar auch komplett ohne Hilfe. Und ich dachte mir, ich könnte euch mal ein Video machen, in dem ich euch zeige, wie ich das eigentlich anstelle und was ich da so für ein Setup habe. Und ja, ich würde sagen, ich komme auch direkt zu den Sachen, die ihr dafür braucht. Ihr braucht natürlich zuallererst mal eure Farbe und passend dazu dann ein Gefäß, in das ihr die Farbe füllen könnt, damit ihr einfach leichter arbeiten könnt. Wenn ihr eine direktziehende Tönung benutzt, dann könnt ihr einfach ein beliebiges Gefäß nehmen. Und wenn ihr etwas nehmt, wo ihr einen Oxidanten braucht, sprich wo ihr zwei Komponenten zusammenmischt, solltet ihr auf jeden Fall ein Gefäß nehmen, das nicht aus Metall ist. Dann braucht ihr noch Haarklammern, die einen möglichst guten Grip haben sollten, mindestens 5 Stück und einen Pinsel. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch zum Abteilen der Haare einen Stielkamm benutzen und Handschuhe würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, damit ihr euch nicht die Hände komplett einsaut. Außerdem solltet ihr 2 Spiegel haben. Optimalerweise habt ihr das so wie ich, dass ihr so einen Schrank habt, wo die quasi montiert sind und ihr euch einfach dazwischen stellen könnt, denn dann habt ihr beide Hände frei. Ich habe das aber jahrelang auch so gemacht, dass ich nur einen fix montierten Spiegel an meinem Schrank hatte und einen Handspiegel, den ich dann halt beim Tönen immer festgehalten habe, um meinen Hinterkopf zu sehen. Aber wie gesagt, optimal ist es natürlich, wenn ihr so einen Schrank habt, wo ihr euch einfach dazwischen stellen könnt, denn dann habt ihr einfach mehr Freiheit mit euren Händen. Dann könnt ihr auch schon damit anfangen, euch eure Haare abzuteilen. Ich mache das immer so, dass ich meine Haare in 5 Partien unterteile, 2 vorne am Kopf und 3 hinten am Kopf. Es kommt natürlich aber auch alles so ein bisschen drauf an, was ihr jetzt für eine Farbe euch überlegt habt. Wenn ihr jetzt eher was Einfarbiges macht, dann reichen diese 5 Partien eigentlich und ihr könnt die dann direkt so nehmen und direkt so eintönen und müsst da gar nicht noch beim Tönen dann feinere Partien nehmen. Wenn ihr was etwas komplizierteres machen wollt mit mehreren Farben, vielleicht mit einem Ombre oder so, mit Verläufen drin, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, trotzdem diese 5 Partien einzuteilen und dann beim Tönen immer diese jeweiligen Partien nochmal feiner einzuteilen, also immer so ganz feine Slices nehmen quasi und euch dann so vorarbeiten. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dann fangt ihr nämlich nicht vorne an, wie das viele Leute machen. Also ich würde es euch zumindest nicht empfehlen, denn wenn ihr vorne anfangt, habt ihr halt das Problem, dass ihr euch eure Haare quasi entweder ins Gesicht legen müsst, wo sie dann doch ziemlich nervig sind, wenn sie eingetönt sind, oder ihr legt euch die Haare nach hinten, aber ihr wollt ja dann nach hinten weiterarbeiten und habt dann die Haare drauf liegen, die schon getönt sind, ist also auch nicht so doll. Deswegen fange ich persönlich immer am Hinterkopf an und arbeite mich dann erstmal von unten nach oben hoch und dann, wenn ich hinten alles getönt habe, arbeite ich mich einfach von links nach rechts vor und ja, so habe ich halt nicht das Problem, dass ich schauen muss, wo lege ich die Haare hin, sondern ich kann sie einfach quasi nach unten fallen lassen und einfach eintönen. Und ja, immer wenn ich so eine Partie nehme, dann teile ich die in der Mitte nochmal auf und lege sie mir rechts und links über die Schultern. Und dann massiere ich ja schon die Farbe ein, wie ich das eben möchte. In diesem Fall ist es recht einfach, da einfarbig. Und ja, wie arbeitet man die Farbe am besten in die Haare? Also wichtig ist einfach, je gründlicher ihr das macht, desto besser ist es, denn es ist oft so, dass man eh das Gefühl hat, okay, ich habe das jetzt super einmassiert und es sind dann aber trotzdem noch ein paar Strähnen trocken geblieben. Das heißt, was ich dann immer ganz gerne mache, ich massiere es erstmal grob ein und ziehe dann die Haare nochmal so ein bisschen auseinander, da die ja so zusammenbacken, ziehe sie wieder so ein bisschen auseinander und schaue dann, ob da noch trockene Stellen in der Mitte übrig geblieben sind. Also immer mal wieder das machen. Gerade auch wenn ihr größere Passés nehmt, solltet ihr das machen, denn wenn ihr Stellen habt, logischerweise, wo die Farbe nicht hinkommt, dann bekommt ihr am Ende einfach ein sehr fleckiges Ergebnis, was dann nicht so schön aussieht. Genau, und so arbeitet ihr euch dann einfach vor. Wenn ihr eure Haare dann fertig eingetönt habt, lasst ihr das Ganze einfach einwirken, je nach Farbe natürlich. Da solltet ihr einfach immer auf die Verpackung schauen, was da drauf steht. Bei direktziehenden Tönungen
sagt man, dass das Ergebnis länger hält, wenn man die Farbe auch länger einwirken lässt. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich stimmt. Aber da die Direktsinnentönung eure Haare nicht schädigen, könnt ihr sie auf jeden Fall so lange drauf lassen, wie ihr möchtet. Beim Auswaschen wird oft empfohlen, dass man das Ganze mit kaltem Wasser und ohne Shampoo macht. Das kann wiederum auch meiner Erfahrung nach tatsächlich dazu führen, dass die Farbe ein bisschen länger hält. Ja, und dann seid ihr auch schon fertig und könnt eure neue Haarfarbe genießen. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein bisschen geholfen. Falls ja, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und auch über Kommentare freue ich mich natürlich sehr. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!